wir zeigen hier eben von Herrn Lübert selber persönlich kuratiert und ausgewählt ein ganz was Neues, nämlich eine Zusammenstellung von Skulpturen mit einer Zeichnung, mit einer großformatigen Zeichnung und grafischen Arbeit, die schon seit 25 Jahren niemand mehr gesehen hat. Ich bin damals mit knapp 30 Professor in Karlsruhe geworden und habe 14 Jahre hier in Karlsruhe gelehrt. Und da hat sich dann eben die familiäre Bindung entwickelt, zwangsläufig. Und dann bin ich dann aber, wie Sie wissen, dann nach Düsseldorf gegangen. Also man musste mal die Akademie wechseln, so gern ich hier gewesen bin. Und Karlsruhe war damals eine für meine Begriffe wunderschöne Stadt. Ich bin der erste deutsche Maler gewesen, der überhaupt ein großes Bild gemalt hat, in dem Sinne. Ich habe riesige Bilder gemalt in meiner noch nicht so fernen Jugend, vergangenen Jugend. Aber Jugendliche waren. Genau. Aber, und jetzt bin ich dabei, das ist also eine Geschichte für mich, also ich bin dabei, gerade Bilder zu entdecken. Also meine neuen Bilder, sind geradezu Bilder als Idylle zu verstehen. Ne? Also wie Bilder sprechen, wie Bilder aussehen. Ich mache mir Gedanken darüber, wie sieht ein Stillleben aus, was kommt in einem Stillleben vor? Um einfach weg von der Pädagogik, weg von der Politik und weg von dem Doktrin, dass alles erklärbar sein muss oder dass alles irgendwie ohne Mysterium ist und dass alles in einer einen Weise also aktuell sein muss, nicht tagesaktuell. Ich hoffe, ich konnte Ihnen im Großen und Ganzen klar machen, was ich vorhabe. Wie gesagt, sollten Sie noch Fragen haben, fragen Sie mich, wenn nicht, dann schweigen Sie für immer.